größer und schneller Entschluss, den der General ergreift, Gesicht von Salo, Gesicht von Lognato. Am 31. Juli war in diesem Augenblick lag Wormses Eingriffensplan offen da. Gegen diese gesamten Streitkräfte vermochte die Franze Armee allein nichts. Es stand hier kaum einer gegen drei, aber allein gegen jedes einzelne Korps. Da fand noch Gleichheit statt. Auf der Stelle saß der Franz-General. Seinen Entschluss, der Feind hatte eingriffsweise befahren und hoffte dabei zu belieben. Der Franz-General beschloss, dessen Pläne zu stören, indem er selbst auch eingreife. Wormser nahm die Franz-Armee in besser Position und Mantua als Feststehender an. Napoleon beschloss sogleich, sie mobil zu machen, in der er die Belagerung dieser Festung aufhebe. Seinen Belagerungsfahrt geopfert und die vereinten Kräfte der ganzen Armee mit reisender schnell auf einer der Korps der feindlichen Heers werfen. Der direkte Flug der Österreichischen Armee der auf der Chaussee der Schisse und von Preisiver Fährt rückt am meisten bereits in Feuerwehr. So marschierte er sonst gegen diesen. Serruier verbrannte seine Lafetten und Betrunken, warf seine Pulver ins Wasser, vergrub sein Pfiffgeschuss für nur Geld, sein Kanonen und hob in der Nacke von 31. Juli zum 1. August die Belagerung von Mantua auf. Agro marschierte von Legnano über dann Miccio nach Borghetto. Marsena verteidigte den ganzen 30. hindurch die Anhochen zwischen der Etsche und dem Gardasee. Der Lomagne richtete sich auf Lonato. Der Obergeneral begab sich auf die Hochen hinter Desenzano. Er ließ Soritz wieder nach Salo marschieren, um den General Guyup, der in der Schlachtenlage, in welcher dieser in gelassen hatte, sich sehr übel befand, es zu befreien. Indes hatte sich jedoch dieser General 48 Stunden lang gegen eine ganze feindliche Division geschlagen. Fünfmal war er bestürzt worden und fünfmal hatte er die Außenwerker mit Leichen gefüllt. Soritz kam eben in dem Augenblick an, als der Feind den letzten Versuch machen wollte. Er fiel ihm in die Flanke, schlug ihn gänzlich, nahm ihn Fangen und befreite Guyupfer. In demselben Augenblick war die österreichische Division von Covado nach Lonato marschiert, um aus den hohen Positionen zu nehmen und ihre Vereinigung mit Wurms durch den Mincio zu bewirken. Der Obergeneral führte selbst die Brigade der Lorraine gegen diese Division. Diese Brigade tat Wunder der Tapferkeit. Das ist 32. Regiment war dabei. Der Feind war geschlagen, in Unordnung gebracht und verlor viel Mannschaft. Die beiden von Soritz und der Lorraine geschlagenen feindlichen Divisionen vereinigten sich zu Covado wieder. Soritz fürchtete sich zu großer Gefahr auszusetzen und zog sich in eine Mittelstellung zwischen Salo und Desenzano zurück.
während der Zeit hatte Frömmster seine Artillerie und Kavallerie zu verrollen, die Brücken passieren lassen. Herr des ganzen Terrains zwischen der Etsche und dem Gardasee stellte er eine seiner Divisionen auf den Hochen von Peschiera auf, um diesen Platz zu maskieren und seine Kommunikationen zu decken. Zwei andere mit einem Teil seiner Kavallerie schickte er nach Borghetto. Und sicher der Brücke, aber den Minchio zu bemächtigen und an die Schieße vorzurücken, damit sie somit direkt in Flug und in Kommunikation kämen. Mit seinen zwei letzten Infanteriedivisionen und dem übrigen Teil seiner Kavallerie aber marschierte er nach Mantua, um die Belagerung dieser Festung auszusehen. Seit 24 Stunden hätten die französischen Truppen alles vor Mantua geräumt. Frömmster fallen die Tränke und Batterien dort noch vollständig vor. Die Stück aber ungestützt und vernagelt. Und überall Träume von der Fetten, Betonen und Munition aller Arten, die ein, welche bei allen diesen Maßregeln vorgewaltet zu haben schien, musste ihn angenehm überraschen. Alles, was er um sich her sah, musste ihm viel eher das Resultat des Schreckens als die Folge eines überlegten Plans dunken. Messina ging nach dem Mörden Feind, den ganzen 30. über aufgehalten hatte, in der Nacke über den Minchio, die Peschiere und dann weiter nach Brescia. Die Streikdivision, die sich vor Peschiere zeigte, fand das rechte Ufer des Minchio mit Tirare besetzte, welche aus der Garnison und einer Ariergarde gezogen waren, die was in zurückgelassen und welche Befehl hätte, den Übergang über den Minchio streitig zu machen und wenn er erzwungen würde, sich auf Renato zurückzusehen, auf den Marsch nach Brescia, über Ghetto, über den Minchio gegangen. Er hatte die Brücke abgebrochen und eine Ariergarde an den Ufern des Flusses zurückgelassen mit dem Befehl, sich, wenn sie überwältigt würde, bei Castiglione zu sammeln. Während der ganzen Nacht vom 3. Juli auf den 1. August marschierte der Obergeneral mit den Divisionen Ogoro und Massena auf Brescia, wo man um 10 Uhr morgens ankam. Die feindliche Division in Brescia hatte bei der Nacht, dass die ganze Franz-Armee von allen Straßen her gegen sie marschiere, die Sneak abwerten wollen, sondern sich in größter Eil zurückgezogen. Die Österreicher hatten bei ihrem Einmarsch in Brescia alle unsere Kränken und Genefenden dort vorgefunden, aber sie blieben so kurze Zeit dort und mussten es letzte Gäste so schnell verlassen, dass sie nicht Zeit hatten, ihr Gefangenen aufzuzeichnen oder darüber zu bestimmen. Der General Lespinois und der Adjutant Herr Binwürde jeder mit einigen Bataillon dem Feinde nach St. Osetto und den Ausgängen der Schieße nachgeschickt. Die beiden Divisionen Ogoro und Massena kamen durch einen schnellen Gegenmarsch auf die Seite des Minchio, von welcher sie abgesogen waren, wieder zurück, um ihr alle Regatta zu unterstützen. Okay, that is it.
ich bin gern.